Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier ein Heckmähwerk hier vorstellen. Das ist hier von der Marke SIP. Das ist der Roto 220. Der kostet hier 5.564 Euro und 283 Leasing. 22 km/h ist hier die Arbeitsgeschwindigkeit. Arbeitsbreite hier 2,20 Meter. Du benötigst hier eine Leistung von 50 PS, entsprechend hier 37 kW. Ich denke mal, jetzt schauen wir uns das gute Stück jetzt mal an. So, haben wir das jetzt schon mal? Ich habe es mir ja abgehängt. Und so, ja, schon mal von der Textur mäßig sieht das schon mal sehr gut aus. Überall die Bahnaufkleber, alles da. Ja, auch das Logo an der Seite. Hier oben haben wir eine richtig fette Feder hier. Und hier sehen wir natürlich unsere Aufnahme für die 3-Punkt. Mal ein. Hängen das Ganze mal an. Nur hier, die Zapfwelle erkennen sich auch gleich ein. So, dann einfach hier mal mit X mal ausklappen. So, Frau. Jetzt mal gerückt. So. Sehen wir jetzt hier gleich, also die Plane hier, die also bewegt sich ganz gut und passt sich hier das ganze Teil hier so den Boden ganz gut hier an. Und dann schauen wir mal hier, also 22 km/h sind wir sehr, sehr schnell hier am Weg. Und das Tolle dran ist hier mit dem Boden, also gibt es keine Probleme. Fahren wir einfach mal rückwärts, mal schauen, ob der auch hier schön rückwärts geht. Dann kannst du auch hier das Teil hier auch vorne natürlich anhängen. Und das finde ich ist auch ganz super. So, ja. Du kannst da richtig schöne Touren machen damit. Dass du nachher mit dem Spader oder hier mit dem Eisler mal drüber fährst und voll machst. So. Halten wir kurz mal ab wieder. Dann heben wir das Teil wieder mit X ausklappen. Das Tolle dran ist, wie man hier so sieht, hier wie unten her das wackelt. Ich habe auch hier irgendwo einkommen, da sehen wir hier mal ein. Aber man merkt jetzt hier auch leider nicht. Dann schauen wir uns einfach hier mal die Lok natürlich an. Sehen wir jetzt hier die Lok hier. Das ist alles anders, das ist jetzt hier oben. So, hier die Lok, hier ist fehlerfrei. Da haben wir das typische Aero mit dem Smog 01. Ja, ich finde ja schon mal hier, der Mod ist echt super. Wenn euch hier das Video gefallen hat, dann schaut es natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, bis euch, euer Franz.